Hallo, lieber Löwe, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns heute im Kollektiven zusammen uns deine berufliche, aber auch finanzielle Situation uns anschauen für den Monat August 2023. Bitte bedenke, lieber Löwe, dass alles, was ich jetzt hier preisgebe, kann nicht mit dir hundertprozentig resonieren. Was du aber machen kannst, ist, töte deinen Aszendent und deinen Mondsternzeichen an, ja? So, dann würde ich sagen, lass uns starten. Du hast ja bald Geburtstag. Du bist das Geburtstagskind, ja, lieber Löwe. Das ist aber noch zu früh, um zu gratulieren, weil es fehlen noch ein paar Tage, ja. Auf jeden Fall kommt dann die Sonne in deinem Sternzeichen und das ist ja etwas Wundervolles, ja. So, für dich, lieber Löwe, im Kollektiven. Was möchte dir das Universum mitgeben? Ja, das kannst du umsetzen auf jede Situation, die du gerade erlebst. Du kannst aber auch sagen, nee, Katja, das sagt mir gar nichts. Zeit für Veränderungen. Überdenke dein bisheriges Mindset. Nimm all deinen Mut zusammen, denn genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um etwas Neues auszuprobieren. Wow, sehr, sehr schöne Message. Ja, also hier kommen Veränderungen. Das kann aber auch gut sein. Diese Veränderungen sind nicht nur beruflich, sind auch privat, ja, davon abhängig. Ich habe hier aber auch das Gefühl, lieber Löwe, du darfst dich hier quasi freuen auf etwas Neues, auf eine neue Situation, auf eine neue Angelegenheit, weil das ist ja so, das Universum sagt dir, das ist der richtige Zeitpunkt, ja, und diese Veränderungen tun dir gut, ja. Das ist so, wir lassen das Alte los, um das Neue willkommen zu heißen, ja. Das kannst du aber überall umsetzen, nicht nur beruflich und finanziell, ja, auch in deine private Angelegenheit. So, machen wir weiter mit den Orakelkarten, die extra für deine berufliche, aber auch finanzielle Situation gedacht sind. Ja, mal schauen, was uns hier die Karten mitgeben. Wie gesagt, also du musst jetzt nicht mit beiden Situationen resonieren, du kannst auch nur mit einer Situation resonieren. Das kommt immer drauf an, ne, was du gerade erlebst. Schauen, ich bin gespannt. La risposta alla tua domanda è sì. Hast du irgendeine Frage? Lieber Löwe, beschäftigt dich irgendetwas? Die Antwort darauf lautet ja. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ist diese Antwort positiv, ist diese Antwort negativ. Das hat jetzt damit nichts zu tun. Du setzt das nur um, wenn du das brauchst. Ja? Beruflich, finanziell, das spielt hier eine große Rolle. Ja? Diese Antwort mit diesem ja. Ja, also, vielleicht bist du gerade skeptisch oder du solltest dich hier für etwas entscheiden, bist dir aber noch nicht sicher und diese Antwort kann dir weiterhelfen. Mal schauen, was uns die nächste Karte. Trasforma le tue idee in realtà, il pensiero in materia. Also egal, was du jetzt gerade denkst. Lieber Löwe, das, was du denkst, ja, das kann sich materialisieren. Deine Ideen solltest du jetzt fort bringen. Du solltest jetzt hier das einpflanzen, damit auch diese Pflanze wächst. Ja, das ist metaphorisch gemeint. Damit du hier etwas siehst, dann mit deinen eigenen Augen, ja, damit du das anfassen kannst. Du solltest jetzt hier diese Ideen transformieren in Realität. Ja, egal was es gerade ist, ob das hier etwas Kreatives ist, ja, oder du hast jetzt etwas vor in deiner Selbstständigkeit oder bei der Arbeit, du möchtest etwas deinem Chef sagen, ja, du bist ein sehr kreativer Mensch, auf jeden Fall. Ja, das ist ein Feuerelement und da ist immer sehr viel Kreativität mit drin, ja. Also, lieber Löwe, sei hier nicht schüchtern, wage es, sag es das, was du denkst und materialisiere deine Gedanken. Wenn du irgendeine Idee hast oder ein Projekt, bringe diesem Projekt in dieser 3D-Ebene. Das ist sehr, sehr wichtig. Il tuo progetto andrà un buon fine. Also, lieber Löwe, du hast lauter positive Karten. Ich weiß ja nicht, was du gerade als Projekt hast, aber dein Projekt wird gut klappen. Hier wird alles so gut laufen, wie es laufen sollte. Das ist wie wenn hier diese Situation
eine bessere Biegung bekommt. Also du gehst hier auf eine bessere Situation zu, ja? Hier kommt eine Situation auf dich zu, natürlicherweise ändert sich hier etwas, ja? Aber diese Veränderungen sind im Positiven für dich gedacht. Eine neue Angelegenheit, ein Projekt, der hier gut ein gutes Ende nehmen wird, ja? Wenn du jetzt hier irgendwie investiert hast oder du dir etwas vorgenommen hast, okay? Egal wo das ist, ob du jetzt selbstständig bist oder du hast hier etwas bei der Arbeit gemacht, du wurdest hier engagiert für etwas, ja? Das könnte gut sein, dass du hier diese Situation wirklich gut beherrschen wirst. Also ich sage vielleicht, weil das kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, das ist ja im Kollektiven, lieber Löwe. Aber ich denke, laut den Karten hast du hier wirklich das Richtige gemacht. Ja, du wirst hier diesem Projekt oder diese Angelegenheit gut, wie sagt man das, bewältigen. Gut bewältigen. Ja, mir ist das richtige Wort nicht eingefallen. Okay. Für dich, lieber Löwe. Was erwartet dich im August 2023 beruflich, aber auch finanziell? Wow. Contratto, hier hast du einen Vertrag. Aber auch eine Zusammenarbeit, eine Kollaboration mit jemand. Wow, du hast eine große Arkane, Kompliment. Diese Situation, die verbessert sich hundertprozentig. Das Klima, das Arbeitsklima wird viel, viel besser. Diese Integration von dir ist da, ja. Dieses, ich möchte hier etwas erreichen. Ich weiß ganz genau, wie viel es reicht. Ich habe hier Geduld und diese Geduld bringt mich zu meinem Ziel, ja. Das ist ja klar, die Mäßigkeit ist immer Geduld zu haben. Sehr viel Geduld, aber diese Geduld bringt dich weiter. Ohne Geduld kommen wir nicht weiter, ja? Bei Feuerelemente ist es klar, die Geduld ist nicht immer so unser bester Freund. Ich weiß, ich kenne das. Wow, ich habe das Gefühl, du brauchst jetzt hier wieder frisches Wind. Ich weiß jetzt nicht, wo genau bei dir, das könnte ja auch mit der Liebe zu tun haben, aber das ist wie wenn du gerade nicht mehr das Alte machen möchtest. Das langweilt dich. Du suchst nach neue Angelegenheiten, nach neue Dinge. Du langweilst dich schnell, lieber Löwe. Und diese Langeweile willst du nicht in deinem Leben haben. Deswegen bist du gerade dabei, eine neue Angelegenheit. Und diese neue Angelegenheit kommt. Hier kommt eine neue Situation. Professione. Natürlicherweise über die Arbeit selber können wir hier reden. Das könnte hier aber auch mit Geld zu tun haben. Das könnte hier aber auch gut sein. Du bist hier eine jüngere Person, ja, die gerade hier beim Lernen sich befindet, okay? Du bist fertig mit dem Studium, du hast etwas abgeschlossen und du bist gerade dabei, auch einen Vertrag zu unterschreiben. Also es geht hier auch um etwas Wichtiges, ja, lieber Löwe. Und du findest hier dieses fehlende Puzzlestück, der in deinem Leben dir diese Langeweile gegeben hat. Wie wenn energetisch nichts mehr passiert ist. Nee, das gefällt mir nicht mehr. Bei mir, diese Energie war stillgestanden. Und wenn eine Energie stillsteht, dann ist es nicht gut. Stagnante. Und das magst du nicht. Deswegen ist es wichtig, dass du hier nach vorne schaust, dass du hier dich nehmen lässt von dieser Leidenschaft, dass du hier diesen Projekt zu Ende bringst, ja, und dass du hier diese neue Angelegenheit annimmst, ja. Natürlicherweise kann das ja auch mit Geld zu tun haben. Hier fließt Geld. Wie gesagt, das könnte hier auch Urlaubsgeld sein oder ein Angebot, eine Anfrage, ja. Du bist hier selbstständig. Du hast jetzt gerade sehr viele Kundschaft, ja, lieber Löwe, und du sagst, es läuft gut. Es läuft nicht mehr auf jeden Fall in dieser Situation, in der ich mich langweile, in dem hier nichts kam, in dem hier dieser Job mich nicht glücklich gemacht hat. Ja, weil normalerweise, das ist ja klar, diese Feuerelemente Löwe, Widder, Schütze, das sind diese Elemente, die wirklich diese Langeweile gleich spüren. Ja, das geht nicht. Das sollte dich nehmen. Du solltest diese Freude haben und diese Freude ist da. Die wird bald wieder kommen. Aber ein bisschen Geduld. Ja, mit der Geduld erreicht man vieles. Ja, und natürlicherweise erreichst du hier auch diese bessere Zeit. Ja, also ich denke mich hier auch. Natürlicherweise kann das ja auch mit anderen Menschen zu tun haben. Kollaboration. Dass du jetzt sagst, ich arbeite zusammen mit anderen Menschen oder mein Beruf hat mit anderen Menschen zu tun. Ja, das könnte ja auch eine große Rolle spielen. Das war hier deine Legung. Du hast wirklich tolle Karten. Bring
diese Ideen, ja, transformiere sie, bringe sie in diese 3D-Ebene. Das ist sehr, sehr wichtig, lieber Löwe, wenn du hier etwas erreichen möchtest. Und vergiss nicht, es ist Zeit für Veränderungen. Ja, lass diese Veränderungen auch reinkommen in deinem Leben. Lass sie willkommen. Ja, also, wie sagt man das? Sei nicht dickköpfig, ja, oder wehre dich nicht gegen diese Veränderungen, weil Veränderungen können manchmal auch irgendwie seltsam sein oder auch Angst machen, aber Veränderungen sind da, damit du wachsen tust, ja. Okay, lieber Löwe, das war hier deine Legung für den August 2023. Ich freue mich natürlicherweise über einen Feedback, über einen Daumen nach oben. Pass auf dich auf, ja. Wir sehen uns bald. Mach's gut. Ciao.